Hallo, wir kommen zum fünften Teil und wir beginnen mit der 47. Reihe. Da habe ich die Randmasche fast verloren. Die Randmasche abheben und dann drei Maschen rechts stricken. Dann ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt, eine Masche rechts, ein Umschlag und zwei Maschen überzogen zusammenstricken, also ein Überzug. Dann beginnt der Mustersatz, drei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Dann zweimal ein Überzug und ein Umschlag, einmal, zweimal. Dann ein Umschlag, ein Überzug. Und vom Pfauenfeder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen rechts. Dann 2 Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, dann zweimal 2 Maschen rechts zusammenstricken und ein Umschlag und noch einmal. Dann eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Jetzt ist der Mustersatz fertig und wiederholt sich noch einmal. Drei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Zweimal ein Überzug. Und ein Umschlag, einmal, zweimal. Dann ein Überzug und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen rechts. Dann 2 Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag. Dann zweimal 2 Maschen rechts zusammenstricken und ein Umschlag und noch einmal. Dann eine Masche rechts, ein Umschlag und eine doppelte Abnahme. Nun ist der Mustersatz fertig und wir enden mit 2 Maschen rechts. Ein Umschlag, eine Masche rechts und eine Masche rechts verschränkt. Und nun sind wir in der Mitte. Ich mache die Markierung wieder etwas höher. Ein Umschlag und eine Masche rechts verschränkt. Eine Masche rechts. Ein Umschlag und ein Überzug. Und nun beginnt wieder der Mustersatz mit 3 Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zweimal ein Überzug und ein Umschlag, einmal, zweimal. Dann ein Überzug und 6 rechte Maschen. Dann wieder 2 Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag und nochmals zweimal 2 Maschen rechts zusammenstricken und ein Umschlag. Einmal und zweimal. Dann eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug.
Dann kommt wieder der Mustersatz. Drei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag, ein Überzug. Sechs rechte Maschen. Zwei rechts zusammenstricken, ein Umschlag, zwei rechts zusammenstricken, ein Umschlag, zwei rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Nun ist der Mustersatz zu Ende. Wir enden mit zwei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts verstrengt, ein Umschlag und drei Maschen rechts und die Randmasche. Und dann sehen wir uns wieder zur 49. Reihe. Wir kommen nun zur 49. Reihe. Und beginnen auch hier, wie immer, mit der Randmasche und drei rechten Maschen. Danach ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und eine doppelte Abnahme. Und nun beginnt der Mustersatz mit drei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug. Dann von der Pfauenfeder vier Maschen rechts. Dann zwei rechts zusammen, ein Umschlag. Zwei rechts zusammen, ein Umschlag. Zwei rechts zusammen, ein Umschlag. Dann eine Masche rechts. Ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Jetzt ist der Mustersatz fertig und wiederholt sich. Drei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug. Dann vier Maschen rechts, dann zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag. Dann eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Und dann ist dieser Mustersatz auch fertig. Und dann geht es weiter mit drei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und eine Masche rechts verschränkt. Dann sind wir in der Mitte. Ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Und nun beginnt wieder der Mustersatz. Drei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, eins rechts, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag und ein Überzug. Dann vier rechte Maschen.
dann 2 rechts zusammen, ein Umschlag, 2 rechts zusammen, ein Umschlag, 2 rechts zusammen, ein Umschlag. Dann eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Nun ist wieder ein Mustersatz beendet und noch einer. 3 Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, 1 rechts, ein Umschlag. Ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug. Dann 4 Maschen rechts. Dann 2 Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, 2 rechts zusammen, ein Umschlag, 2 rechts zusammen, ein Umschlag. Eine Masche rechts, ein Umschlag und eine doppelte Abnahme. Ein doppelter Überzug, meine ich. So. Dann ist dieser Mustersatz auch beendet und wir beenden die Reihe mit 3 Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt, ein Umschlag, 3 Maschen rechts und der Randmasche. Und dann treffen wir uns wieder zur 51. Reihe. Wir kommen nun zur 51. Reihe. Und nach der Randmasche und 2 Maschen, 3 Maschen rechts kommt auch wie immer ein Umschlag. Eine Masche rechts verschränkt, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und eine doppelte Abnahme, ein doppelter Überzug. So, nun beginnt wieder der Mustersatz. 3 Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag, ein Überzug und von der Pfauenfeder sind es jetzt noch 2 Maschen rechts. Dann 2 Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, 2 rechts zusammen, ein Umschlag, 2 rechts zusammen, ein Umschlag, 1 rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Und noch einmal den Mustersatz, 3 Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, 1 rechts, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug. Und 2 Maschen rechts. Dann 2 Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, 2 Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, 2 Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Jetzt sind wir wieder vor der Mitte. Wir enden mit 3 Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts und eine Masche rechts verschränkt. Und dann sind wir in der Mitte. Und nach der Mitte eine Masche rechts verschränkt,
eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Danach kommt wieder ein Mustersatz mit drei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eins rechts, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug und zwei Maschen rechts. Dann wieder zwei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag. Zwei rechts zusammen, ein Umschlag und zwei rechts zusammen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Noch einmal den Mustersatz mit drei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug und zwei Maschen rechts und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein doppelter Überzug und der Mustersatz ist beendet. Und wir enden dann die Reihe mit drei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt, ein Umschlag, drei Maschen rechts und die Randmasche. Und dann treffen wir uns wieder zur 53. Reihe. Ich komme nun zur 53. Reihe. Und eben findet auch der Farbwechsel statt. Hier ist das Knötchen. Also Randmasche und drei Maschen rechts. Danach ein Umschlag und eine Masche rechts verschränkt. Dann ein Umschlag und ein Überzug. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Und eine doppelte Abnahme. Und nun beginnt wieder der Mustersatz. Drei rechts zusammen, Umschlag, eins rechts, Umschlag, ein Überzug. Umschlag, ein Überzug. Umschlag, ein Überzug. Und jetzt sind die Pfauenfedermaschen aufgebraucht. Ich beginne gleich mit zwei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag. Dann eins rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Jetzt ist der Mustersatz beendet und ich wiederhole ihn noch einmal. Drei rechts zusammen. Ein Umschlag, eins rechts, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug. Zwei rechts zusammen, ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, zwei rechts zusammen. Ein Umschlag, eins rechts, ein Umschlag, ein doppelter Überzug. Jetzt ist der zweite Mustersatz fertig und wir kommen zur Mitte hin, enden mit drei Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Zwei Maschen rechts zusammenstricken,
ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt. Jetzt sind wir in der Mitte. Ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt. Ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und eine doppelte Abnahme oder ein doppelter Überzug. Dann kommt wieder die Maschenprobe, der Mustersatz. Drei rechts zusammen, ein Umschlag, eins rechts, ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag, ein Überzug. Zwei rechts zusammen, ein Umschlag. Zwei rechts zusammen, ein Umschlag. Zwei rechts zusammen. Ein Umschlag, eins rechts, ein Umschlag, ein doppelter Überzug. Und wieder ist ein Mustersatz fertig. Und es kommt der nächste. Drei rechts zusammen. Ein Umschlag, eins rechts, ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag, ein Überzug. Zwei rechts zusammen, ein Umschlag. Zwei rechts zusammen, ein Umschlag. Zwei rechts zusammen. Ein Umschlag, eins rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Nun ist auch dieser Mustersatz wieder beendet. Und wir enden am Rand mit drei rechts zusammen, ein Umschlag, eins rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt, ein Umschlag, drei Maschen rechts und die Randmasche. Und dann sehen wir uns wieder zur 55. Reihe. Wir kommen jetzt zur 55. Reihe und ich habe wieder einen neuen Rettungsfaden eingezogen. Und erst wenn dieser eingezogen ist, werde ich den unteren herausziehen. So lange wird er ja noch benötigt für einen Notfall. Also man beginnt mit Randmasche und drei Maschen rechts. Dann ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt, eine Masche rechts. Ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und eine doppelte Abnahme. Und nun beginnt wieder der Mustersatz mit drei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag und zwei Maschen rechts verschränkt. Dann ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, zwei rechts zusammen. Und ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Und wieder ein Mustersatz, drei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, zwei Maschen verschränkt, ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Das war der zweite Mustersatz. Und wir enden in der Mitte mit drei Maschen rechts zusammen.
ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts und eine Masche rechts verschränkt. Dann sind wir in der Mitte, ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt und eine Masche rechts. Ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Und nun kommen wieder die Mustersätze. Drei rechts zusammen. Ein Umschlag, eins rechts, ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag, ein Überzug. Ein Umschlag und zweimal Maschen rechts verschränkt. Ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Der erste Mustersatz ist jetzt fertig, dann kommt der zweite auf dieser Seite. Drei rechts zusammen, ein Umschlag, eins rechts, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug, ein Umschlag und zwei Maschen rechts verschränkt. Ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Jetzt sind auch auf dieser Seite die Mustersätze fertig. Wir enden mit drei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Zwei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag. Eine Masche rechts verschränkt, ein Umschlag und drei Maschen rechts und die Randmasche. Und jetzt ziehe ich den Faden durch. Und hier aus der Schlaufe wieder heraus. Und nun kann ich den unteren Faden herausziehen, sodass sich stets nur ein Trennungsfaden in Arbeit befindet. So, und nun wiederholt ihr das Ganze stets ab der 37. Reihe, also dort haben wir auch schon mal einen Trennungsfaden eingezogen. Also die 37. war jetzt hier die 55. und die 56. strickt ihr zurück. Und die 57. geht dann weiter mit der 39. Reihe. Und im sechsten und letzten Teil zeige ich euch dann noch, wie man das Ganze abhäkelt. Und das war's dann aber. Jetzt kommt erstmal Fleißarbeit, indem ihr diese 18 Musterreihen, dass das ja sind, ständig wiederholt. Nun wünsche ich euch viel Spaß und dann treffen wir uns wieder zum Abhäkeln.